Herzlich willkommen zur dritten Folge hier in Thüringen. Wir starten weiter, fahren weiter mit der Gruppenfahrt und der Aussaat mit, ja, ich glaube Soja oder Sonnenblumen. Schauen wir mal gleich. Starten wir hier mit meinem Helfer. Macht der mit alleine? Ja, brauche ich den Kurs dafür. Soja durchdrehen. Ja. Das hat ein kleiner Traktor. So, jetzt gehen wir rüber zum, ja, Sonnenblumenzeil. Ja, da sieht noch nicht mehr Franz mit Kursblech. Und jetzt werde ich mal versuchen, den richtigen Kurs zu finden, damit wir hier wieder weiterarbeiten können. Das müsste meines Wissens die nächste Bahn hochgehen. Also, das müssen wir auch noch mal entgehen. Gleich mal mitnehmen, weil hier garantiert dazu gehört. Können wir ruhig bisschen mal links fahren, das macht nichts. Weil die nächste Bahn fahren wir eh auf die nächste mit Cosplay. Und hier ist es nicht so tragisch, hier ist ja recht schön fertig. Dann müssen wir gleich mal nach vorne schauen, was noch geht. Wieder, ja, einsehen eigentlich nicht, weil müsste eigentlich Gruppe normalerweise stellen. Kriege ich nicht weg. Gut, diese tragisch. Das geht nicht ändern, ne? Ja, Thüringen geht's weiter heute. Ja, wir müssen noch mit dem Holzeck fahren. Da gehen wir zu Einfeld. Ansonsten die Aussaat vorantreiben. Der Spurwechsel jetzt. Das ist neu. Das ist ja ganz neu. So, dann macht er noch wieder gut näher. Gut. Aber nicht gut, ne? Okay. Ich hab's nicht so eingestellt. So, was für das nächste, wo jetzt kommt. So, Fritz Kruppert, und was haben wir da? Dünger, ne? Sollen auch zurückgefahren werden. Und dann haben wir sicherlich hier noch irgendwo eine Maschine zu stehen. Auf 60 sollte eigentlich gedüngt werden. Jo, wo ist der Fahrzeug? Müsste eigentlich unterwegs sein, ne? Müssen wir durchzischen. Müssen wir gleich gucken nach den Kühen, ob die genug Futter haben. Da ist er. Müsste eigentlich noch funktionieren. Mal schauen, ob er gleich aufkommt. Nee, jetzt nicht, das ist nicht gut. Dann machen wir das gleich mal ganz kurz, weil. Denn sonst hätte die Runde nur ungefähr ungut. Wir müssten näher auf 60 aufgefallen. Irgendwann näher. Alle, komm mit. Alle. Habe hier schon gut. So, unterwegs. Dann schauen wir hier gleich mal. So, ich glaube hier fahren wir jetzt mal rum. Dann müssten wir. Ja, mit Dolly, ne? Wenn wir einen Traktor haben, ne? Und die fahren mal weg. Mist, wir werden noch keinen haben. Glaube ich nicht. Das Signal wollte noch nicht, angefangen. Fahren wir mal zu.
Zeit. So. Was ich ja an so Namen fliege, ne? Weiß ich nicht genau. Weil das ist ja so, Mais haben aktuell nicht im Plan. Also anzusehen, das ist der Fall. Da muss ich auch sehen, dass wir da uns Wiese überhaupt aus Häkchen, ne? Also mit den Hasen so. So, ist hier noch ein Traktor frei? Nö. Nur die kleinen, ne? Wenn wir den anderen zurückholen. Das Auto wollen wir mal nach Hause holen. So. Dann ist der fast fertig. So, ne? So. Das machen wir aber nicht. Yes. Ich bin zu langsam. Zu schwach. Ja, das wird sein, ne? Ich fällt auf. Oder kann ich mich schon dran, ne? Geht gleich bergauf. Dann muss ich mal gucken. Was machen die Tiere? Den Hund mal immer im Blick behalten. Dass wir hier nicht plötzlich, ne? So. Kühe ist gut. Stall Nummer 1. Kuh 2 ist Handlung notwendig. Und zwar Punkt und Sauberkeit und Station. Kommen wir hier noch nicht rein, glaube ich. Das wird nicht, mit dem wird nichts. Das ist ja Stahl Nummer 2, dann muss ich rein. Dann muss ich mit dem Kleinen arbeiten. Hier kann man gleich mal schauen, ob wir Mist wieder haben. Das soll nicht viel sein, weil hier. Ja, Kühe haben schon Weichen gekriegt, Nachwuchs, Kälber, 5 Stück aktuell. Habe ich separat jetzt, da wo früher die Kühe waren, da wo jetzt die der neuen Stall sind jetzt die Milchkühe drin, weil das ist für mich immer das Beste. Also das habe ich jetzt bei den meisten Tieren jetzt der Mist, den ich gut bei der BGH verkaufen kann. Und was das Wichtige ist, von neuen Stall weiß ich, wo die Milch abholen kann. Ne? Ich habe halt vom alten Stall nicht gefunden und was ich gefunden habe, war bei null. Stimmt aber auch nicht. Deswegen habe ich da jetzt den neuen Stall. Ist einfach besser. Die wollte ich eigentlich jetzt verkaufen. Das haben wir früh. Mal gucken. Jetzt. Ja, halt, ich glaube, da wollte ich eigentlich nicht mehr gehen. Ich wollte verkaufen. Da muss ich mal gucken, ob die jetzt noch Geld bringen. Also, die würden 4000 bringen. Das ist gut. Oh. Na dann. Dann mal los, ne? Wo ist der LKW? Wo ist der LKW? Also das sind unsere Kälber, ne? Also ich habe 5 Kälber in diesem Bereich. Ne? Ist ja schon stark gewachsen. Wasser, gib mal nicht Wasser. Normalerweise haben die genug Wasser. Ne? Ja, zu. Die Kälber ausbüchsen. Gut, dann werden wir unsere Kühe verkaufen. Das heißt, sie brauchen den LKW und den Anhänger. Der Anhänger ist bei den Kühen. Ups, rüber, ich kürze ein bisschen ab. Dann gehen wir zum LKW. Dann haben wir
Solange der andere hier mit der Gülle unterwegs ist und ausbringt, werden wir noch hier unsere Bassbohlen verkaufen. Ich werde in Zukunft ja, die weiblichen Tiere auf der rechten Seite haben und die männlichen auf der linken. Das war nicht sehr gut. Rückwärts. Wieder alle. Der ist ja auch verfressen, ne? Dann gehe ich hier was rein. Gut, dass das PGH so voll ist, ne? Muss ich mal sehen, dass ich da nochmal irgendwann Gülle hinfahren kann. Aber das können wir auch wieder machen. Hier muss aber die Straße gebaut werden. Verkehr, ich muss die andere Hälfte anfeuern. Ne? Ja, den Baum werden wir wegnehmen hier. Ich denke mal, dass ein bisschen nicht so schön aussieht. Ne? Hin zu unseren dicken Kühen, ne? Unseren Bullen. Ups, so dürfen wir nicht gefahren werden, ne? Da hätten die alle Ohren. Hier so Radkoppel. Aufladen. Ja, kommt hin. Nummer 1,6 Jahre. Weiß nicht genau, ob die noch schwerer werden und mehr Geld bringen würden, aber naja. Ich verkaufe die. Ich habe bei 0,8 gekauft. So, da keine Zeit. Und jetzt fressen wir die Haare vom Kopf. Und viel mehr Gewicht, denke ich, kriegt er auch nicht. Was macht jetzt eigentlich mit Spurweite? Bäume. Wegfahren, fahren und verkaufen. Das ist ja auch noch gemacht, ja Mensch. Aber einer am anderen, ne? Ja, hier war auch ein Ding. Ich hatte hier auch die Erweiterung so gebaut, dass die Straße zu war. Schade, dass es keinen Schlachter gibt, das ist eigentlich schade. Aber gut. Das ist ja ein Abnehmer, ne? Nicht mal, wenn wir selbst kaufen müssen, aber als Abnehmer, ne? Ja, unsere Kälber nachher, wenn die so weit sind. In knapp 1,56 Jahren. Ist die auch so weit. Dann haben die beim Kauf auch nichts gekostet, ne? Also der Kauf kostet immer 2000. So haben wir gutes Geld verdient, ey. Dass wir hier nicht schalten müssen, ne? Obwohl, das wäre eine Sache der Gewöhnung, denke ich mal. Den Laternenfall, den mag ich aber auch irgendwie.
aber gut. Das ist halt so. Wie gesagt, die armen Viecher brechen die alle Ohren hier. Also ein Kippelei hier. Ah, jetzt geht's. Ja, immerhin. Weiß nicht genau. 719, also. Nicht verschieden. Nicht verschieben. So. Also würde ich für diese Tiere im Prinzip. Ja. Ja. 110.000. Ja. Hätte man gut die Hälfte gewinnen gemacht dabei, ne? Futter muss man nicht rechnen, weil normalerweise Futter kannst du ja auch Geld. Wenn du jetzt die Arbeit rechnest, dann darfst du ja mal nicht rechnen. Aber diese späteren Tiere haben wir ja nicht mehr. Ja. Selber züchten dauert halt bei den Kühen ein bisschen länger als bei Schweinen. Ne? Aber den Vorteil, wir haben kurzfristig ein bisschen mehr als Schwein, bringt ja nicht allzu viel ein. Also weniger ein als wenn wir den Verkauf. Wenn man das Rindfleisch an einem Laden kauft, dann zahlt man ja auch mehr als ein Schweinefleisch. Wo ein Rind eigentlich in der Haltung billiger ist, wer eine schöne Weide hat, der braucht im Grunde fast nicht zu füttern. Ne? Gut, Heu muss gemacht werden für den Winter, um ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Die Zeit. Oh, die Zeit. So, liebe Schauer, das ist, war's für heute. Mein Mikrofon dich dran holen. Ne? Ups. So, dann mal schönen Dank fürs Reinschauen. Seid mal tschüss und winke winke, ciao, ciao. Bis dann, tschüss.